Servus Leute, ich sitze hier beim Daniel, wir haben den heißesten Tag des Jahres, es ist irgendwie Ende August, was haben wir heute? Am 26. August, glaube ich. Den 25. Ja, fast. Und wir haben... Noch haben wir den 25. 29 Grad. 29 Grad in der Bude? Innen, außen 31,7. Also relativ kalt innen drin, will man ja sagen. Ja, total kalt. Also, was gäbe es also Besseres als deinen Sony-Fernseher? Ja, mit 4K. Mit 4K. Auch auf 4K auszutesten. Ja, genau. Und mit 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Mhm. Das machen leider so auch noch nicht gesehen. Deswegen wollte ich das unbedingt mal sehen. Weil ja, es steht ja schon in der Zukunft vielleicht mal im Raum, dass man so Gaming irgendwann mal hat. Und dann macht natürlich Spaß, mal zu gucken. Oh ja. Yeah. Ja, weil wir halt gerade, oder ich halt gerade den PC von unserem guten Stumbis noch da habe. Ja, und da wollte man natürlich mal gucken, was geht denn da so. Und das ist jetzt GTA auf maximalen Einstellungen. Genau. GTA 5. Mit allem, was geht. Ohne jetzt etwaige Mods oder dergleichen. Das Einzige, was wir nicht angeschaltet haben, ist die Kantenglättung MSAA. Ja. V-Sync haben wir angemacht gerade. V-Sync haben wir angemacht, weil das Tearing halt schon ein bisschen störend war. Daher auch nicht mehr wie 60 FPS. Aber das sieht gut aus. Ja, also suchen wir uns mal ein Auto, womit ich doch fahren würde. Ja, komm, wir nehmen Smart. Nimm mal einen Smart. Ach, so macht man den auf. Ja, das würde aber normalerweise wird die Plastikscheibe rausfallen. Vor allem, ich finde das so geil, dass er die Tür einfach auflässt, weißt du? Schön Burnout mit dem Smart. Wie er da drin am Ackern ist, herrlich. Oh, ey, was ein Jumpstart, Hammer. Ja, das läuft, ne? Ja, also ist man mit der, wunderbar. Ist man mit der GTX 1080 dann endlich da angekommen, wo man schon lange hin will, so ein bisschen. Zumindest bei GTA 5 ja, macht es den Anschein. Wir können das jetzt für euch halt nur mit einem 1080p Camcorder von dem Fernseher abfilmen. Und das spiegelt natürlich bei weitem nicht das wider, was man hier so wahrnimmt, was man hier so sieht. Wobei der erste Eindruck halt dann auch so ist, okay, das ist jetzt 4K, ja, wo ist jetzt der Unterschied? Aber wenn du dann so mal so ein bisschen näher rangehst und so selber mit dem Bild spielst, ne, dann ist das schon geil, was man auch da so... So ein Text, den man mal lesen kann, der wirklich einfach nur klein geschrieben ist, weiß ich, hier ist, hier ist jetzt nichts klein geschrieben. Wir gehen hier mal an eine Tankstelle, da können wir auch reingehen, genau. Tag. Wir fackeln euch erst gleich ab, kleinen Moment. So nett sind wir. Achso, wir sollten ohne Knarre reingehen, weil das tut sonst weh. Achso. Kommt irgendwann eine Bull. So. Well, hello. Well, hello. Hello. So, was können wir denn hier lesen? Ja. Nicht so viel. Da, bei der Zeitung. Ist aber auch nichts richtig Großes. Jetzt ist auch nichts wirklich... Die Tittenmagazine. Also das macht schon Spaß. Du warst vorhin in dem Gunshop und da haben wir diesen den Mann da hinterm Tresen dann gesehen und als dann die Auswahl mit den Knarren da war. Ja, Epsilon Pay Record. Tax increase on Horizon says Murray. Das sagst du jetzt. Ja. Ja, das ist schon geil. Also man braucht halt auch die Kantenglättung nicht so wirklich. Man sieht es minimal, so bei diesen starken Kontrasten. So minimal sieht man das da halt so. Gesicht. Das ist jetzt ein 55-Zoll Fernseher, ne? Ja. Und ja, wir mussten erstmal die HDMI-Einstellung finden, dass wir 60 Hertz eingeben dürfen. Das war. Er wollte noch uns etwas ärgern, aber wir haben ihn dann wieder. Wir haben es hingekriegt, weil mit 30 Hertz wäre das nicht so lustig. Oh, diese Milch, diese Landmilchkaffee ist. Absoluter Wahnsinn. So, jetzt wollen wir ein bisschen Feuerwerk hier machen, wenn wir schon mal hier sind. Genau. Was passiert hier? Ist das Sicherheitsabstand genug? Wenn nicht, fangen wir neu an. Ach so. Ging das nicht? Na gut, dann muss man halt den Smart da vorstellen. So, jung, Kollege, immer weg. Ist halt Safe Game einfach am Anfang. Das Tutorial hatte ich selber gezockt mit gedownsampleten 4K. Und das Ganze ist ohne V-Sync dann auch immer so im Bereich 50 bis 80, 90 FPS tatsächlich. Deswegen habe ich das große Magazin genommen. Ja. Yeah. Das ging jetzt ab. Das passiert nun mal in einer Live-Aufnahme.
Darum darf ich jetzt fertig ballern. Come on! Da ist doch der Motor bei dem Auto, oder? Ja, ich meine schon. Ich bin auch mal smart gefahren. Das war sehr interessant. Qualmt denn da auch irgendwann mal was, oder? Was ist hier los? Also, sobald sie GTA in 4K zocken, ist es vorbei mit dem Schadensmodell und dergleichen. Dann geht auch diesbezüglich nichts mehr kaputt. Es ist auch kein Benzin mehr im Auto. Vielleicht soll ich auf den Tank schießen. Alter, das ist ja mal sehr interessant hier. Ich merke gerade, ich kann das auch mit Gamepad einigermaßen spielen. Ich bin ja. GTA habe ich ja normal, also die drei Male, die ich das bisher gespielt habe. Hi. Die drei Male, die ich das bisher gespielt habe, habe ich das ja mit beidem gespielt. Ja, jetzt habe ich es. Ey, geil. Yo. Ja, sieht schon gut. Ja. Sieht schon schön aus. Also, auch wenn es natürlich Zerstörung ist. Holy shit. Da kommt jetzt auch die Feuerwehr. Und ein Freund. Und Hubschrauber. Oh, ich habe doch gar nichts gemacht. Aber du hast nur einen Stern. Wundert mich, dass du dann... Wo stecke ich die weg? Wo stecke ich die? Genau so. La la la. Oder rechts hat eine Corvette. Ja, das ist natürlich mein Auto. Ja. Ein Banshee. Ja. Oh, ich habe die richtige Taste gedrückt. Ja, das geht ab. Rum. Yay! Mit Select kannst du quasi nochmal die Ansicht ändern. Ja, wobei ich das lieber in der Außenperspektive... Ach, hier ist Rove Street, hier ist das alte von GTA San Andreas, die Ecke gerade gewesen, genau. Ah, okay. Was will die Polizei denn von mir? Ich schaue schon wieder hier dabei, was ist da denn los? Was wollen die von mir? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe meine Waffe ausprobiert. Warum wollen die das denn wissen? Die waren noch nicht dabei. Ja. Oh. Kameras gibt es auch nicht bei der Tanke. Aber dieses Geschwindigkeitsgefühl, das ist irgendwie nochmal so ein bisschen schöner, wenn das so flüssig ist. Mit allem. Und schon. Sag mal, wir haben 60 Frames pro Sekunde. Ja, es kommt schon ziemlich, wirklich ohne merkliche Slowdowns oder so aus. So ab und zu merkt man so minimal 53, was. 50, 52, 53, 55, ja. Absolut. Super. Spielbar die 4K-Suppe hier und das Panorama hier. Wenn du dann noch, wie vorhin schon mal erzählt, gibt es ja mittlerweile Mods ohne Ende für das Spiel. Und so realistische Textur-Mods und sowas. Wenn die dann jetzt noch damit drauf sind, ich glaube, dann kann man wirklich denken, man ist da wirklich in L.A. irgendwo. Und fährt da rum, geht da rum. Ah! Das Auto war im Weg. Inches. Oh yeah. Oh. Ah! Eck. Ach komm. Ja, du siehst auch ein bisschen besser, einfach ohne Scheibe. Ja. Was ein Driss, hey. Performance ist so tendenziell natürlich besser. Ja. Aber Fahrgefühl. Wäre jetzt am liebsten mal in die Hügel gefahren, aber ich glaube. Ja, fahr doch geradeaus da. Fahr doch geradeaus. Oh, hier ist aber Abzweigung. Ja, ist egal, wie rum. Oh, der links. Oh, wir müssen da auch lang. Eine größere Treppe. Yay! Links muss man aufbauen. Oh! Ja, Haube brauchen wir auch nicht. Bessere Belüftung. Dynamisch, ja. So. Immer geradeaus. Geht's ab hier! Das Video wird bei YouTube gesperrt wegen der ollen Musik. Oh! Ja, fahr mal da, ja. Oh! Genau da, fahr mal da. Oh, shit. Ich denke, wir müssen, weil das gerade hier so Spaß macht, werden wir einfach mehrere Videos draus machen, genau. Wo wir jeweils ein Spiel ausprobieren in 4K. Der Abend ist ja noch jung und es ist total kalt. Ja. Wir können natürlich dann gleich auch mal dann anmachen. Die Zwischentemperaturen durch. Wir geben so die Temperaturenstand durch. Jetzt fahr ich jetzt richtig? Ich muss rechts abbiegen. Fahr nach rechts. Alleine, was das hier Spaß macht, Taxifahrer zu spielen, das ist so irre. Wo schalte ich den Sender auf? Holy shit, was ist das? Das ist die Außenansicht, wenn du eine Verfolgungskamera hast oder so. Rechts, ah. Rechts, genau. Was war ich da? Ja. Das ist aber nur einmal ein Sender weiter. Es gibt noch eine andere Taste. Ich frage mich jetzt aber halt nicht. Oh, das ist mein Handy. Aua.
glaube, wenn du die. Warte mal. Handy will ich nicht. Nach wenn man drückt, meine alte nach oben mal gedrückt. Oder so, genau. Und dann kannst du mit dem rechten Stick drehen. Halt das Ding über den Kopf. Ja, ja, okay, genau. Okay. Nee. Hallo, hallo. Mach mal ganz oben Rock oder. Das? Rechts an. Den? Ja. Oh, Feel Good ist gefährlich, du. Ja, stimmt. Sag ja. Dann mach hier Classic-Sender. Das gute AKG nimmt das alles zu akkurat auf. Aha, hier 40 FPS. Oh, oh, oh. 38, 37, 36. Ja. Wollen den Tag nicht vor dem Morgen loben. Aber die Nacht sieht jetzt schön aus gerade. Die Nacht nicht vor dem Morgen. Das sieht geil aus, definitiv. 33. Ja, wirklich auch alles auf Ultra gestellt, ne? Das ist. Wow, 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 wow. Knappe 6 GB an Grafikspeicher sind verballert hier. 5,8. Aber ein bisschen ist noch da. Bisschen haben wir noch über. Man darf sich natürlich auch nie vertun. Die Karten heizen sich ja auch am Anfang erstmal ein bisschen auf. Oh, Entschuldigung, Lady, ich wollte Sie nicht verschrecken. GPU, und, was haben wir da? 74 Grad. 74 Grad, ja. Und wenn die natürlich dann eine gewisse Temperatur erreicht haben, dann müssen die auch ein bisschen ihren Takt drosseln. Ne? Mhm. Das ist so, ist bei den modernen Karten einfach so. Die haben dann immer so einen maximalen Boost-Takt, der angegeben ist, aber gehalten wird er in der Regel nie. Mhm. Wenn die dann aufgeheizt ist, dann ist es eh wieder vorbei, weil die halt darauf achten, dass sie nicht zu viel Strom verbrauchen. Also es hat nichts mit der Temperatur zu tun, sondern mit dem Stromverbrauch. Dann aber geht jetzt auch nur schleppend bei wieder auf die 60, wenn man wieder zurück. Ja, ne? Jetzt sind wir hier. Bleibt bei 33. Ja, bei so 30. Das ist jetzt, weil es halt. Frisst der Tag mehr Leistung. Oh, holy shit. Da bist du weg. Aber schön. Aber wunderschön. Und er fliegt heute noch und dreht sich. Ja, das war doch. Jetzt ist er schon wieder bei 60. Ja, schwarzes Bild schafft er. Oh, shit. Gucken, welches Krankenhaus er kriegt. Eins in der Stadt. Dann darfst du auch wieder. Ja. 50. Hier ist auch schön. Hier so Schilder, ne? Das ist schon schön mit dem. Ja, das ist schon einfach schön zu sehen, ne? Dass da nichts. Das ist immer noch Schramm. Was ist denn das für ein Arzt hier? Dass da nichts verschwimmt oder so. Und bleib mal stehen. Kannst du auch schon locker lesen. Medical Physics. Outpatients. Physiotherapie, ja. Sieht schon echt traumhaft aus. Ja, okay, also man sieht, das läuft größtenteils sehr, sehr gut und ist spielbar. Ah! Oh, oh, so überfällt man kein Auto. Okay. Sogar schon wieder Blut. Daniel fährt jetzt noch ein Ründchen und wir verabschieden uns hier schon mal zumindest von der Kamera, gell? Weil ist ja Handy. Richtig. Das waren genau 13 Minuten oder so. So, wir sind noch da. Ja. Tonmäßig zumindest. Ja. Aber ich habe mich auch irgendwie dran gewöhnt an das 21:9. Das ist von deinem Bildschirm, ne? Genau. Den du hast. Das sieht mir alles so breit und drückt dick aus. Oder habe ich das jetzt wirklich? Ne, eigentlich müsste das ja. Oh, Lamborghini? Ist echt ein Lambo, ne? Ja, aber es muss einer sein, der sie neu reingepatcht haben, oder? Steht auch hinten drauf, ne? Lamborghini. Nee, die dürfen sie ja offiziell nicht nehmen. Hä? Und was steht denn da drauf? Ego-Sicht. Nein, bitte, wir machen das anders. Schnauze! Foto machen. Kack-Foto-App. Snapmatic. Sieht doch jetzt aus wie Scheiße, oder nicht? Nee. Ach. Lampadati. Sieht nur rein zufällig so aus wie. Hat der gehupt? Hat der gehupt? Ja, hat er. Wo ist er hin? Where did he go? Das Kratzer hat mein Auto gemacht! Ah! So. Motor. Gewiss beruhigt. So regeln wir das. Ja, in manchen Staaten in Amerika wahrscheinlich möglich. Yep. Wie sieht das innen drin aus hier? Ah, ich bin am Golfplatz sind wir hier. Oh. Im Golfplatz stehen da sonst mal geile Karren rum. Das ist keiner Golf spielen hier.
zu früh am Tag. Ein Rolle Rolls. La 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 la. Sogar offen. So, gehen wir auch noch um den Golfplatz. Mensch, ey. War dein schönes Grün. Hier kannst du auch komplett 18 Löcher spielen, ja, oder was? Ja. Das ist so irre. Und wenn du dann online gegeneinander spielst, kannst du dann auch gegeneinander spielen. Also Scherze, ja, das ist ja. Schon, haben alles schon gemacht. Oh shit! Ja, ich glaube, ich fahre hier nicht weiter. Kollege. Die Texturen sehen auch super aus. So. Ich brauche mal eure Karre. Ist noch so eine. Entschuldigung. Eieieiei. 9-11. Hau ja ab. Das ist ein Bullenmotor mit Bullengetriebe. Und das ist Bullenholz hier. Bullenholz. Hier, der hält alles ab. Der Vollpfosten. Oh, guck mal, die Flaggen sind aber alle akkurat. Mhm. Wie Länder gibt es denn Wirklichkeit? Oh, wer läuft denn da hin? Tennisspieler oder was? Ah, hier lebst du was, das ist echt herrlich. Hier lebst du auch immer wieder was Neues, deswegen macht GTA immer so viel Spaß. Ja. Muss nicht mehr die. Oh! Er muss leider den Bullenkarren da lassen. Boah! Ah, der ist wieder abgeschlossen, ne? Die schöne Scheibe. Ford GT40 oder so. Yo! Oh, sollten daher fahren. Have a visual. Ja, aber ganz konstant 60 sind wir halt noch nicht, ne? Ist der Tag frisst auf jeden Fall mehr als die Nacht, definitiv. Weil er mehr darstellen muss und so. Ja, dem wahrscheinlich, wo du, wenn du auch in die Berge fährst, wo du. Ja, in den Bergen geht's irgendwie die krass. Die Distanzregelung da hast, ne? Ja. Was hat er denn? Was du ja alles erlebst, ist so geil. Echt hier ein Unfall, da dies, da jenes. Ich hab, glaube ich, einen Platten. Oh. Keine Reifen mehr. Shit. Vor beide keine Reifen mehr. Ah, brauchst einen anderen Untergrund. Brauchst eine Eisfläche oder so. Ist hier nicht mal ein Auto oder so? Hat eine schöne Aussicht. Der ist ja auch cool. Moped! Oh! Oh mein Gott! Ich muss hier weg! Mario Kart. Getaway in Stockholm. Gute Welt von GTA. What the? Say what? Wow! War hier eine Sprungschanze am Ende? Ja? Keine Ahnung. Oh. Oh, das ist krass. Aber Messer hat er schon gezückt. Wo ist Baywatch, Mitch Buchanan, wenn man ihn braucht? Wie war das denn hier mit Tauchen? Kann er noch nicht. Voll am Kämpfen im Wasser. Weil die verfolgen dich ja überall. Ja, ne? ja. Besonders wenn du 3 Sterne hast. Ja. Gibt's ja mal eine Leiter noch? Ja. Da hinten ist auch schon irgendwas ins Wasser gefallen, oder wie auch immer. Kämpfen, aber vielleicht kann er das auch nicht, wenn du am Anfang noch bist und keine Tauchen oder was? Erfahrung und sowas hast, kann auch sein. Ach so, der bleibt jetzt einfach immer an der Wasseroberfläche oder was, bis eben. Außer er kommt mal so ein Polizeiboot oder so ein Boot. Wow, so ein Polizeiboot. Das wirft ja richtig schön Wellen, geil.
Oh, der kann aber nicht fahren hier. Was macht der denn? Ah, jetzt bist du gleich tot, oder? Wahrscheinlich, ja. Aber ich kann mal probieren, an Bord zu kommen. Mr. Officer! Nimm mich mit! Hey, Mr. Officer, tell me what you doing. Idioten! Oh, shit! Folgt mich doch. Ich bin auf der Flucht. Asshole! Da hinten schwimmt da auch noch jemand. Obwohl, das ist der Hubschrauber, ne? Ja, ist ziemlich, ziemlich hoffnungslos, gell? Eben. I need cover. Wo ist er mit seinem Boot dahin? Gib Koffer. Entweder er schießt mich oder nimm ihn mit. Mach eins von beiden. Irgendwie mich! Wilson! So. Jetzt hat er's. Schießt doch richtig. Ja. Es tut so weh. Außer Gefecht. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Vielen Dank fürs Einschalten.